Oh. Viele Falten. Zwei große leere Flaschen. Das sind sie. Das verstehe ich nicht, aber ich erkenne einige der Symbole wieder. Oh mein Gott. Ah, Kohle. Ich habe immer auf der Auffahrt mit Kohle gemalt. Ja. Okay. Wo sind sie, der große Zauberer? Sind sie... Denn wenn es so ist, müssen wir uns unterhalten. Können wir sprechen? Entschuldigung, können Sie sprechen? Du hast so viele Fragen, das ist gut. Oh, tut mir leid. Der König sagte, Sie könnten mir helfen. Was der König sagt, tun wir. Sie müssen mir die Steine ausleihen, um eine Tür in meine Welt zu öffnen. Die Steine sind weg. Ich weiß nicht, wo sie sind. Sie suchen. Ich verstecke mich. Ich verstecke mich. Ich vergesse. Man kann sie nicht finden. Oh, verstehe. Aber vielleicht kann ich Ihnen bei der Suche helfen. Ich will nur die größte Antwort von allen wissen. Wie geht das mit dem Hasen? Was? Ich habe gesehen, wie es ein Mensch getan hat. Der Hase kam aus einem leeren Hut. Wie? Das ist die größte aller Fragen. Weil wenn nichts existiert, existiert das Nichts. Aber wenn das Nichts existiert, dann gibt es kein Nichts. Ich frage mich wieder, wie? Oh je. Warum fragen Sie nicht die Person, die es getan hat? Oh, ich habe einen Besucher. Guten Tag. Was führt dich zum großen Zauberer? Das bin ich. Nur, dass du es weißt. Oh Gott. Oh, guten Tag. Ich bin wegen der Steine hier. Der König schickt mich hierher. Die Steine, ah? Nach ihnen hat schon lange niemand mehr gefragt. Oh, ich habe ihn großartig in aller Sprüche gewürzt, damit sie niemand finden kann. Na toll. Du weißt schon, die schwarzen Staaten, die Kamalas, sie versuchen immer, sie zu stehlen. Also muss ich sicher gehen. Aber ich brauche die Steine. Hier bin ich nicht zu Hause. Die Steine verstecken sich. Ich erinnere mich nur an die vier Rätsel, die mit den Steinen verbunden sind. Nein! Vier Rätsel, die meine Erinnerungen wiederbringen werden. Nur wenn sie alle vier Rätsel korrekt beantwortet wurden, werde ich dir sagen können, wo die fünf Gegenstände finden kannst. Diese Gegenstände sind die Steine in ihrer anderen Form. Oh je. Dann bin ich der Einzige, der sie zurückholen kann. Oha. Verstehe. Geben Sie mir die Rätsel. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich zeige es dir. Wow. Das ist der Stern von Idhester. Omgabe, der größte Führer im Himmel. Das Baumsymbol? Aha. Der größte Wächter dieses Landes. Und was muss ich tun? Wo sind die Rätsel? Ich gebe dir die vier Rätsel, geschrieben in der Sprache von allem. Die Antwort ist immer ein Gegenstand. Lege diese Gegenstände auf den Stern von Idhester auf dem passenden Symbol. Und danach sage ich dir, wo die Steine sind. Oha. Ach, herrje. Oh, vielen Dank, Herr Zauberer. Oh, Herr Zauberer, der König sagte mir, dass Sie mich wieder menschlich machen können. Hat er? Ich glaube, das stimmt. Ich erinnere mich kaum noch, wie es geht. Sie erinnern sich nicht? Aber ich kann nicht als Baum nach Hause gehen.
verstehe. Aber ich kann dir jetzt nicht helfen. Ich muss mein Wissen wiederfinden. Vielleicht können wir dich wieder menschlich machen, wenn du den ersten Stein hast. Oh, das wäre wunderbar. Ja, unglaublich und toll. Versuch einfach, die Rätsel zu lösen und alles wird gut, glaub ich. Brauche ich etwas Besonderes, um ein Mensch zu werden? Ich glaube, der Geruch ist sehr wichtig, wenn ich mich richtig erinnere. Also, bring mir deine Klamotten und wir schauen, wie es geht. Könntest du mir die Rätsel nochmal erklären? Ich habe vergessen, was ich tun muss. Leg einfach die richtige Antwort an die richtige Stelle auf den Stein von Interstra. Okay. Wenn du das geschafft hast, kann ich dir mehr erklären. Okay. Jetzt wartet Hasenwissenschaft auf mich. Na schön. Okay. Großes Rätsel. Die Figur ist ja geil. Ich bin kalt, so kalt. Aber man benutzt mich, brenne ich lichterloh. Das klingt nach Kohle. Hell wie Sonne, doch verbrenne ich dich nie. Vielleicht wirst du sauer lächeln. Das klingt nach einer Zitrone. Oder Limone, egal. Fließe, fließe, kaltblütiger Sohn. Lass deinen Tanz, deinen Körper durch die steigende Strömung tanzen. Fließe, fließe. Limonade? Leicht und hohl bin ich die Freiheit der Vögel und der Stift der Menschen. Klingt nach Holz. Oder? Komisch. Versuchen wir mal die Kohle. Ah, Kohle. Ich habe immer auf der Fahrt mit Kohle gemalt. Das benutzt man auch zum Verbrennen. Ja, nimm doch einen. Ach, Mann. Manu. Diese Haare sehen genauso aus wie die der fliegenden Insekten. Aha. Verstehe ich nicht, aber ich bin in einer anderen Realität. Also ist das okay. Abacus, mit dem löst man mathematische Dinge. Cool. Hallo, Herr Kleiderständer. Du hast keine Kleider an. Oh, es ist zu. Ich komme nicht raus, solange das im Weg ist. Okay. Ich frage mich, warum die Höhle nur im Winter geöffnet ist. Im Winter wäre alles am wärmsten. Am trockensten. Ja, Kohle geht nicht. Also schauen wir nach etwas, was sehr trocken ist. Und ich finde, im Sommer ist es am trocknetsten. Guten Tag, junge Dame. Kannst du mir bitte ein Ticket zeigen? Hallo, ich habe kein Ticket. Wie bekomme ich eins? Was? Jeder Bürger Interstras bekommt ein Ticket. Warum hast du deins nicht? Oh, ich bin kein Bürger. Vielleicht liegt es daran. Kein Bürger? Das ist etwas Neues. Zu neu. Tut mir leid, ich kann dich nicht hineinlassen. Alles klar, verstanden. Aber was kann ich dann tun? Ich möchte so gerne hinein. Ich weiß nicht. Das ist noch nie passiert. Ich denke, ich muss meinen Weg hineinfinden. Danke. Tschüss. Oha. Brennholz, aber nicht für uns.
Und was das soll? Oh Gott. Das sieht schrecklich kompliziert aus. Ach, schau an. Kann ich eine deiner Zitronen haben? Tut mir leid, Liebes. Die Zitronenvorräte sind beschränkt. Ich kann dir keine geben. Ich nehme so viele Zitronen, wie in den Korb passen. Das bedeutet alle Zitronen vom Baum. Och Mann. Ich möchte doch so gerne eine Zitrone haben. Ich kenne diese Art von Baum. Tante Grace hatte einen zu Hause. Das hat man schon mal. Da verschwinden also unsere Zitronen. Oh Mann. Da steht der Korb ja schon wieder. Der Korb scheint in einem guten Zustand zu sein. Das ist gut für den Korb. Kriegt mir aber nichts. Ich muss die Leiter nicht hochklettern. Mann! Vielleicht im Frühling? Das Tolle ist. Nee. Nee, vielleicht im Winter? Nee. Oh Mann. Boah. Oh nein, das sieht ja schlimm aus. Was ist das denn? Oh nein. Palondras, Entschuldigung. Huh. Warte, nicht gehen. Weg ist er. Oh nein, er sah echt schlimm aus, Kätzchen. War das nicht der Doktor? Vielleicht kann er sich selbst heilen. Ich hoffe es. Er war so verletzt, dass er seine Feder verlor. Was wohl passiert ist? Oh, das ist Palondras Feder. Ich hoffe, ihm geht es bald wieder gut. Und damit hätten wir doch schon mal einen Teil. Leicht und hohl bin ich die Freiheit der Vögel. Aha. Meine Antwort auf die passenden der Steine, ja. Damit hätten wir schon mal eines. Und es kommt an die Stelle. Ich schaffe das. Die Antworten könnten näher sein als gedacht, ja. Aha. Was ist denn das? Das ist eine komische Uhr. Wo sind die Zahlen? Sie hat Symbole und Farben, aber die zeigt es scheinbar nicht an. Was passiert denn, wenn ich hier... Okay. Da sind verschiedene Steine drin. Ich wollte ja im Sommer gucken, wegen der Kohle. Der doch auch Kohlen, aber... Oh mein Gott, sie verarbeiten sich selbst. Ist euch das schon mal aufgefallen? Holz, das sind alles Leichen. Leichen. So lustig, ey. Im Winter ist hier also niemand. Okay. Oha, das gibt ein großes Rätsel. Ist der Mitleid so süß?
vielleicht? Nee. Alles sieht so verschlossen aus. Und keine Kohle für uns. Hallo, ich bin Fran. Was machst du da? Guten Tag, ich bin Pluto und ich schmelze dieses Stück Eisen. Und wer brennt dafür deine Mitmenschen? Oder Mitbäume? Oh, für was? Ja, Uhrenteile. Anscheinend brauchen wir ihn noch nicht. Puh. Ich bin kalt, so kalt. Aber benutzt man mich, brenne ich dichterloh. Eins haben wir gefunden. Leicht und hohl bin ich die Freiheit der Vögel und der Stift der Menschen. Boah, ist alles fies. Also Zitrone ist klar, aber die anderen beiden noch nicht. Aber wir haben jetzt einen Stein und vielleicht geht es ja auch schon weiter. Wenn wir einfach mal zum Zauberer gehen. Achso, das ist ja nicht so schwer. Die Hände. Voll Skeletthände, ey. Nutze mit dem da. Palantras Feder lege ich genau hier hin. Können Sie mir die Rätsel. Sagt mir immer dasselbe. Ich dachte, wenn wir den ersten Stein haben, dann erklärt er mir den Rest. Ich versuch's nochmal durch. Ich guck nochmal eben. Leicht und hohl bin ich die Freiheit der Menschen. Ja, das ist das. Mit drei, einem Strich und drei Punkten. Jetzt sind wir alle durch. Das reicht nicht. Die will keine Kohle nehmen, verdammt. Wir könnten auch Streichhölzer drauflegen. Das ist nicht, ne? Oder? Mal gucken. Ich bin kalt, schon kalt, aber bündst du, ich brenne nicht lächterloh. Vielleicht sind das echt die Streichhölzer. Das war ein bisschen komisch, aber naja. Warte mal. Ohne Punkt. Da oben. Hier bitte, sehr kleines Streichholz. Ich hoffe, das stimmt. Dann haben wir das erste doch jetzt definitiv. Macht er nicht.